herzlich willkommen zu Was koche ich heute? Heute ein kleines Dessert, was ich zur Hauptspeise, die neben dem Brot jetzt dazu zaubern werde. Es wird eine Erdbeertopfen-Nachspeise, passt irgendwie für die Jahreszeit, da wird man auch sehr gerne. Um den ganzen Anfang fangen wir beim Herd an. Die Mengenangaben schreibe ich wie hier unten und die Hälfte von denen tun wir jetzt einfach einmal hier rein. So, das war die Hälfte. Und dann tue ich dazu noch den Zucker drüber streuen. Und das Ganze jetzt wird das auf dem Herd erhitzt. Und das Ganze tun wir irgendwann mal verrühren. Bis sich der Zucker dann auflöst. Und das kann etwas dauern. Also wir hitzen jetzt einfach die Früchte mit dem Zucker. Bis kein Zucker, also man sieht es jetzt eh schon, dieser weiße Zucker ist drüber, jetzt wird es noch etwas, kommt schon die Temperatur hinzu. Bis sich eben der Zucker komplett aufgelöst hat, jetzt die. Man hört es auch schon, Geräusch. Jetzt haben wir die Hitze schon erreicht. Jetzt hören wir uns ganz einfach einmal hin. Und die Frage ist, wie nennt man jetzt eigentlich das Ganze, wenn man das so, wir sagen Zucker mit Früchten erhitzt, das hat ja sicher einen schönen Namen, was wir da machen. Und das würde ich jetzt gerne von euch wissen, wie das jetzt heißt. Ich bin ein bisschen uneingewiesen, mir fällt es auch jetzt selber nicht gerade ein, aber nicht. Das ist nicht schön, weil ich glaube, irgendwie im Bild steht. Schauen wir uns das mal an. Das ist so hingekommen. Das sieht man schon, hier sieht man dann schön. Das ist aber jetzt besser. Jetzt schauen wir mal. So sieht man das besser. Das Ganze hier schon schön zum Kochen anfängt und sich der Zucker langsam zum Auflösen anfängt durch die Hitze. Ich bin wieder ein bisschen im Weg. Also, wenn sich dann der ganze Zucker aufgelöst hat, hat er sich einwandfrei mit den Erdbeeren sozusagen vermischt hat. Man sieht, hier hat man noch immer etwas den ganzen Rand gibt noch ein bisschen. Man merkt zu rühren, das Knacksen, das ist so, wenn man im Winter geht auf Eis und Salz gestreut ist, da hört man auch immer dieses Knacksen am Anfang, okay, da ist noch Salz drauf und so ähnlich ist es auch hier beim Zucker. Man muss jetzt warten, bis das Ganze hier sozusagen ich dieses Knacksen mit dem Umrennen nicht mehr spüre, ich kann hier zurückschalten. Hier nehmen muss ich auch zurückschalten, mal kurz nachschauen. So, fast noch alles im Rahmen nehmen. Was das nehmen wird, sieht man jetzt hier nicht, verlinke ich euch. Wird dann sozusagen, oh, riecht wirklich, wer Erdbeeren mag und den Geruch auch gern hat, der diese Soße hier sozusagen lieben, diese Pampe. Wir werden das jetzt aber nicht zu sehr zu zerkochen, sondern jetzt machen wir folgendes. Jetzt hat sich, wie man sieht, geht das dann nicht ziemlich zügig, heiß ist das auch, hat sich das Ganze jetzt schon, der Zucker schon hier aufgelöst. Und das war das, was wir wollten. Und hier jetzt etwas überdimensional gewordene das Gerät hier im Moment. So, wenn der fertig ist, wandern wir einfach weiter hier rüber. Dann werden das Ganze einfach ein bisschen weggezogen. Nehmen wir das Ganze jetzt einfach einmal mehr oder weniger durch ein Sieb drücken, noch ein feines. Da sieht man das Ganze jetzt schon in der richtigen Temperatur. Das geht auch schön auf. Jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal an. Das sieht man jetzt etwas weiter weg, sehr schön. Herdplatte habe ich ausgeschalten. Jetzt wirklich, wenn ich so rühre, kein einziges Kristallknacksen mehr zu hören und rein damit. Einfach da rein. So will man das haben und dann
man jetzt hier einfach hier drücken wir die sozusagen durch ein, so fein wie möglich. Also drücken wir das durch, sich jetzt unten raus einfach die Erdbeeren. Die werden jetzt also mehr oder weniger passiert so, wie man passierte Tomaten auf dem Supermarkt braucht. Wenn wir die durchpassiert haben, war es das Ganze. Hier sieht man im Kochtopf, was noch drin ist. Das kriegt man leider nicht raus. Ich hier ein bisschen Wasser dazu, dass ich das Ganze auch so schön. So. Wenn man dann sieht, okay, habe ich jetzt genug passiert. Dann muss man diesen sozusagen wieder ausbauen. Und wenn dann jemand noch so ist, wie ich absolut nicht ab kann und Erdbeeren wirklich gerne hat, nehmen wir jetzt einfach diese restlichen Erdbeeren mit einem Löffel. Ich brauche das leider so in der Form. Auf den Teller, aber mit den restlichen Erdbeeren, die werden wir dann einfach zum Schluss noch sozusagen am Schluss dazu nachverarbeiten. Hier sieht man, da ist noch sehr viel. Das was hier Intelligenztest nicht wirklich bestanden. Wenn man die Spannfeder rausnimmt, dann kann man hinten. Aber das was dahinter ist, kann man einfach hier sozusagen reinlegen. So, dann sehen wir da sozusagen unsere Tomaten. Den Tomatenmark gezaubert für die Nachspeise. Das Ganze soll jetzt auch etwas etwas abkühlen. Noch sehr, sehr warm. Und wir bereiten uns da wieder auf die anderen Sachen vor. Wichtig, gleich ein Tipp, wenn man so passiert wie ich, gleich reinigen, mein Tipp. Das werde ich noch vorher machen und dann gehen wir rüber und machen den Rest. Für mich kommt auch der Rest dazu. So, es geht weiter im Text. Unser Tomaten, nicht Tomatenmark, Erdbeermark ist am Abkühlen. Brauchen wir jetzt etwas Topfen. So. Ja, dazu. So, haben wir den Topfen da dazu. Und damit. Das Schwierige jetzt, wir brauchen nur einen Eidotter. Das heißt, zusätzliche Schale dazu. Nicht gut gelungen. Damit. So, das war jetzt nicht so gewünscht von mir. Dann dieses eben einmal verrühren mit einem Schneebesen. Das ist doch mein Wasser. So. Dann haben wir da noch dazu. Zucker und mein Hauptgericht ist gerade im Hintergrund fertig. Ich melde mich gleich wieder, muss noch kurz nachschauen. So, bin ich wieder. Problem, wenn man natürlich jetzt zwei Gerichte gleichzeitig macht, ist auch das eine Gericht im Hintergrund schon wieder fertig wird, als man gedacht hat. Also ich habe hier meine Topfencreme, dazu brauche ich den Saft einer Zitrone. Einfach Zitrone in die Hälfte schneiden und drücken wir einfach aus. Mhm. Bei der Methode aber aufpassen. Wichtig bei der Methode ist, dass man die Hände gewaschen hat. Vor allem, wenn ich vorher ein Fleischgericht gemacht, ein Hauptgericht habe, jetzt eine Nachspeise, dass wenn man jetzt irgendwas mit den Händen wirklich so auspresst, dass da nichts
Zwiebel oder Knoblauch ist zum Beispiel auch ganz, ganz schön. Nur wirklich schauen, dass das schön weg ist und mit wirklich der Geruch auch weg ist, weil sonst übertragt man den Knoblauch und Zwiebelgeschmack hier rein. Und wichtig noch bei der Methode ist auch, dass man aufpasst, dass die Kerne nicht betreffen. Und wenn sie reinfallen, die gleich rausholt, sollte ja keine Überraschung geben. Also, jetzt gehört noch etwas rumrennen. Schade, ich habe auf der Einsatzliste geschrieben, nicht genau geschaut. Ich habe gedacht, ich habe noch genug rum zu Hause, habe ich nicht mehr. Ist da rum ausgegangen, das heißt, mal so noch ein Schuss rum, müssen wir halt das mal ohne leben. Ja, das war es jetzt eigentlich an den Art von Vorbereitungen hier, dieser Topfen drin. Ich muss mich jetzt dann ums Hauptgericht kümmern, das seht ihr ja dann in einem anderen Video. Und dann kommen wir dazu, dass da der Rest noch zusammenkommt. Eines habe ich jetzt noch vergessen. Ganz, ganz wichtig. Eine Zitronenschale brauche ich dazu. Wenn immer man Zitronen braucht, habe ich euch glaube ich schon einmal erwähnt, ich habe das schon erwähnt, wenn ich Zitronen habe. Ich habe immer eine Zitrone eigentlich. Das war in dem Fall einfach eingefroren. Das heißt, überall wo man die riebige Zitronenschale braucht, kann man einfach eine Zitrone eingefroren haben. Braucht nicht nur die Schale, man kann auch ganz einfach das Innere dann weitermachen. Einfach habe ich immer griffbereit eine eingefroren. Das etwas Zitronenschale noch dazu. Zitrone wird jetzt gefrierfach, sie bleibt relativ frisch. Und rumrühren. Dann war es das jetzt. Ich kümmere mich jetzt dann um die nächsten Schritte hier. Bis gleich, wir sehen uns gleich. So, dann bin ich wieder. Alles soweit in Ordnung gebracht. Hier schaut es noch immer gleich aus. Hier haben wir den Schnee vom Ei noch. Topfen steht noch alles hier. Das Erdbeermark, was wir vorher gemacht haben, ist noch leicht lauwarm. Ist mir jetzt aber ist eigentlich ziemlich egal. Das kommt jetzt einfach hier dazu. Und das Ganze muss jetzt sowieso eine halbe Stunde gut kalt stellen. Mindestens eine halbe Stunde muss man das jetzt etwas in den Kühlschrank stellen. Im Winter kann man es auch rausstellen. So. So, und das verrühren wir jetzt schön. Dann kriegt das so eine große Farbe. Und wenn das eben so gewohnt ist, wenn man Erdbeerjoghurt oder sowas gekauft im Supermarkt. Also, das war's. Das kommt jetzt klargestellt. Wenn das rauskommt, sehen wir uns wieder. Was mit den restlichen Erdbeeren passiert. Schnee werden wir leider nicht brauchen. Anderes Gericht mit Schnee machen. Ist so. Wir sehen uns. So, da sind wir wieder. Haben wir schon wieder alles einwandfrei vorbereitet. Also das ist die Masse, die wir jetzt vorher gemixt haben. Mit dem Erdbeeren und alles. Das ist jetzt die Masse, in der wir das Ganze noch ein bisschen mehr machen, weil viel ist das nicht für eine Nachspeise. So, einmal brauchen wir Strom. Dann geht's. Jetzt müssen wir hier, ich habe hier Schlagobers drauf. Und den müssen wir steif schlagen. Das kann hin und wieder etwas Zeit in Anspruch nehmen. So. Der Schlagobers sollte dann steif sein. Man merkt hier, also noch bewegt er sich hin und her. Hätte ich einen Weg ins Fitnessstudio gefahren, probiert es einmal mit einem Kniebeben. Mit der Hand. Ja, jetzt geht's. Ja. Ich merke schon hier, ja, ein bisschen steif wird schon. Wie ich mir gesagt habe am Anfang, Peter will nicht so viel, sonst wird es Butter. Und, ja, bis jetzt Butter habe ich sowas noch nie gemacht. Eigentlich das gleiche wie beim
Er ist es dann richtig, wenn er in der Position bleibt. In dem Fall muss er nicht in Position bleiben, weil wir fahren den weiter. Das heißt, so, kleine Unterbrechung. Also, etwas Schlag haben wir jetzt geschlagen. Muss nicht ganz steif sein, wie schon gesagt. Kann dann etwas anders, etwas ruhiger werden. Also. Den hier, das kann man dann gleich in den Geschirrspüler verschwinden lassen. Vergiss, braucht man sich nachher keine Gedanken machen. So. Etwas die Orientierung verloren. In meiner eigenen Küche. Und die brauchen wir dann. Also, das mache ich mit einem Messer. Brauchen wir nicht. Also, zuerst nehmen wir hier noch etwas Schlag, damit wir reintun und tun ihn noch etwas unter dem Messer. So, ein bisschen. Das ist schön unter. Also, und so. Nach und nach untermengen hier. Man kann nicht alles auf einmal, das soll sich hier also, dass ich das Ganze schön luftig hier so verteilen kann. So. Dadurch, dass ich das noch einmal mit untermengen tue, sage ich auch, brauchen also steif sollte schon sein der Schlag, aber jetzt eben nicht so steif, dass man umdrehen kann und er bleibt dann in dieser Position. Das ist in dem Fall. Muss das nicht sein, weil durchs Untermengen kriegt er noch ein bisschen Schlagseite sozusagen. So. Wie schon erwähnt, ich habe alle Zutaten auf dem Rum drin. Wenn ich jetzt noch irgendwo einen Rum aufgetrieben hätte, könnte ich den nachschütten, aber habe ich nicht. So, haben wir jetzt unsere rosa Creme. Erinnert mich irgendwie an das Cremissimo, ist jetzt gerade, wenn ich das so anschaue. Das Vanille, dieses mit einem Löffel. Kennst du das? Gibt es ja das mit Kaffee und von Kaffeevanille und dann gibt es glaube ich noch mit Erdbeervanille. Erinnert mich jetzt irgendwie daran. Ist wohl gleich schmeckt. Ja, hat Ähnlichkeit mit diesem. Kennt ihr das? Also diese Becher, ich meine diese Becher, diese vom Eis mit Erdbeeren und so weiter. Das hat Ähnlichkeit. So, ja, wie gesagt, ich bin ja ein Typ, der nicht gern verschwenderisch ist. Dann habe ich hier die Erdbeeren, die mir von Brasilien übrig geblieben sind, habe ich jetzt hier rein. Einfach hier rein. Ich mag das nicht, also ich mag das wirklich nicht. Jetzt tun wir das schön, schön fleißig umrühren. Dann haben wir jetzt hier dieses Doppelfinierte und das war's. Okay, jetzt kommen wir schon gleich eins, zwei, eins weiter zum Anrichten. Jetzt nimmt man hier etwas von dieser Creme in diese zwei Becher rein. Man kann diese Becher vorher kühlen. Sechste Optik. Mir persönlich ist das Blunzen. Nicht jetzt ja, so Optik-Fan. So, dann schnappe ich mir hier jetzt ein paar Erdbeeren und hau die da rein. Einfach so blub blub. Einfach blub blub blub. Blub blub blub. Einfach so reinploppen lassen. So. So, da. Dann machen wir das dann oben. Was ich jetzt heute zusammenplatze, ist ja nicht mehr. Das tun wir jetzt dann einfach da oben so drüber. Sehr schön. Das tun wir jetzt oben nach oben hin. Einfach verschließen. Schön glatt. Also mit dem Klappern und allem sollten die Mengen, die ich dann anschreibe, für 4 Becher halten. Ich habe ja relativ große Becher genommen, deswegen
Wenn man kleinere nimmt, hat man mehr Platz. Und jetzt tun wir da mit den restlichen, was ich mir hier übrig gelassen habe, kann man das so ein bisschen dekorieren. Ups, hoppala, also kann man hier ein bisschen das Ganze mal sagen. Etwas dekorieren. Ich habe hinten das Ganze aufpüffen sollen, eine ganze Erdbeere. Die wir hier rein dunkt hier. Damit möchte ich eine ganze Erdbeere rein. So. Man kann das Ganze dann noch mit etwas Schlagobers garnieren. Ich habe leider keinen Schlagobers mehr bei der Hand. Und dann nehme ich hier noch etwas Schokostreusel drüber. Und voilà. Fertig ist meine Nachspeise. Ein Tropfen Erdbeercreme. Also, wo sieht das aus? Also schwer ist es nicht. Aber lecker. Also, mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal.